Hallo, der David hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde heute mal wieder ein paar Fragen beantworten. Und zwar die Fragen bzw. Stellung nehmen zu den Kommentaren unter meinem Video Fettabbau ohne Muskelverluste. Und fangen wir gleich an. Eine Frage von Real Young Kobe Bryant. Hallo David, meine Frage bezieht sich eher auf das Wettkampf-Bodybuilding. Und du bist meiner Meinung nach der Athlet, der die Frage am qualifiziertesten beantworten kann. Warum posen die Jungs heutzutage immer so schlecht? Kommen auf die Bühne und machen zwei, drei Posen und versuchen noch die Menge anzuheizen und hauen dann ab. Ich würde mir wünschen, die würden so posen wie früher Frank Zane, Arnie, Melvin Anthony, King Kamali oder Paul Dillette. Und wer war dein Lieblingsposer back in the day? Und dann hat er noch nachgeschoben. Und nicht zu vergessen, Tom Golden Eagle Platz, auch ein geiler Poser. Ja. Sehe ich ähnlich. Es ist so eine Kunst, die leider ein bisschen verloren gegangen ist. Und warum ist das so? Wenn man mal zurückschaut, so in den 70ern und 80ern bis eigentlich in die 90er, spät in die 90er, haben die Jungs eigentlich alle ziemlich gut gepostet, also durchweg. Auch die schweren Jungs, auch Dorian hat damals noch schön gepostet. Kevin hat toll gepostet. Auch Nasser El Sombati hat noch recht gut gepostet und so wie ich das sehe, so Ende der 90er war das dann auf einmal vorbei. Hat bestimmt ein bisschen mit Ronnie Coleman zu tun, ohne natürlich seine Leistung oder sein Bodybuilding-Vermächtnis schmälern zu wollen, hat er dann doch teilweise, was das Posing angeht, ein bisschen, glaube ich, einen komischen Trend gesetzt. Also ich kann mich erinnern, 2006 bei Mr. Olympia war ich live dabei und das war auch das Jahr, in dem er dann seinen Titel verloren hat an Jay Cutler. Da kam er auf die Bühne und keine Ahnung, was das war, was er da gemacht hat. Das sah irgendwie so ein bisschen aus, wie als würde er auf dem Motorrad fahren. So. Und dann hat er das von der anderen Seite nochmal gemacht. Also das war wirklich keine Posenkür mehr. Nichtsdestotrotz gibt es auch heute noch ein paar wenige, die sich da Mühe geben, ja, also zum Beispiel die letzten paar Mr. Ost, die ich so gesehen habe, war Dennis Wolf eigentlich so der Einzige, der noch richtig gepostet hat und auch richtig gut gepostet hat, wo man gemerkt hat, der hat sich ein Lied rausgesucht und hat auch geübt und die Akzente richtig gesetzt. Wie gesagt, einer der wenigen. Im Amateurbereich sieht es dann noch ein bisschen besser aus, aber auch da fragt man sich teilweise, warum da so wenig Wert drauf gelegt wird. Und ja, im Endeffekt ist es eben so, dass die Leute auf der Bühne das machen, was sie machen müssen, um zu gewinnen. Ja, das wirkt sich einmal auf die Optik der Bodybuilder aus und auf die Körper, die wir heute sehen. Und zum anderen eben aufs Posing. Und wenn die Judges oder die Kampfrichter dem Posing eben relativ geringe Bedeutung beimessen, ja, oder wenn es teilweise gar nicht mehr gewertet wird, dann schlägt sich das irgendwann eben auch leider durch auf die Leistungen, die da gezeigt werden. Weil ich habe das auch schon erlebt, dass gerade in den USA Wettkämpfe nach der Vorwahl praktisch vorbei waren und egal wie schön man gepostet hat, ging gar nicht mehr in die Wertung mit ein. Und dann sparen sich das natürlich manche. Ist ein bisschen schade. Also meine Lieblingspose back in the day, das ist eben schon angesprochen, also in den 90ern waren viele noch gut. Kevin Levroni hat da super, sehr charismatisch auch gepostet. Den kann man sich noch anschauen, Flex Wheeler. Teilweise wirklich richtig, ja, absolute Perfektion, nicht nur vom Body her, sondern auch wie er sich präsentiert hat. Dann natürlich hier die Jungs, die Pumping Iron Crew, wenn es auch damals noch nicht üblich war, so richtig auf Musik zu posen, haben die natürlich ein geiles Posing gehabt. Pumping Iron kann man sich anschauen, Serge Nepré, Arnold auch oder Ed Corney, wie die Jungs gepostet haben. In den 80ern war da zum Beispiel Bob Paris, solltet ihr euch mal anschauen, wenn es da noch irgendwo Videos gibt auf YouTube, Bob Paris, super Poser, da hat auch jeder Übergang sah eigentlich aus wie eine Pose, also es war nicht so aneinander geklatscht irgendwie der Vortrag, sondern da konnte man praktisch in jeder Sekunde ein Foto machen. Und das hätte für einen Poster getaugt, also den sollte man sich dann mal anschauen, wenn man sich für Posing interessiert. Und Tom Platz natürlich auch geil, ein Typ, wo halt auch unheimlich was rüberkommt, der wirklich auch mit dem Publikum spielen konnte und
Ja, schön anzusehen. So, dann nächster Kommentar. Also kann beim Kreatin nur zustimmen, dass Nummer 1 Sub überhaupt, ja. Also ich habe in dem Video erwähnt, dass Kreatin auch in der Diät immer Sinn macht, dass das ein super Supplement ist. Valentin schreibt, David, du bist mein Vorbild, dein Körper ist mein Ziel. Super Video, besten Dank. Gruß an dich, Valentin. Dann noch eine etwas längere Frage von DonnerDuck123. Hallo David, konnte jetzt anhand mehrerer Verletzungen ein paar Monate nicht trainieren. In dieser Zeit habe ich Muskel verloren und Fett angesetzt. Momentan 95 Kilo auf 1,88. Jetzt will ich wieder anfangen und starte quasi bei Null. Nur im Gegenteil zu damals mit ein paar Fettpölsterchen und nicht als Lauch, der einfach nur fressen musste, um Masse aufzubauen. Meine Frage, wie gehe ich am besten vor, Muskeln aufzubauen und mein Fett zu verlieren? Kaloriendefizit? Fragezeichen. Und danke für das tolle Format, schreibt er noch. Ja. Muskeln verloren, Fett angesetzt. Wenn du jetzt mit Kaloriendefizit anfängst, dann wirst du natürlich Probleme haben, die Muskeln wieder aufzubauen. Ich würde einfach mal so grob, ohne dass ich jetzt die Zahlen kenne bei dir, sagen, gebe ungefähr auf deine Erhaltungsmenge an Kalorien und fange eben mal wieder an zu trainieren. Dann wirst du eine Zeit lang es schaffen, halt beides zu erreichen, also gleichzeitig ein bisschen Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren, weil du es ja eben schon mal hattest. Und du musst erstmal wieder jetzt diesen Punkt finden, meinetwegen, dass du rausfindest, bei 4000 Kalorien funktioniert das, dass ich vielleicht langsam zunehme und die Form sich trotzdem schon verbessert, und dann musst du da eben dran spielen. Das ist jetzt ein bisschen schwer so aus der Ferne zu sagen. Wie gesagt, ein Kaloriendefizit wird dazu führen, dass du Schwierigkeiten haben wirst, deine Muskeln zurückzugewinnen, sondern dann eher eben noch weiter abnimmst, und das möchtest du ja, denke ich, nicht, weil du warst ja schon mal ein Lauch, wie du selbst schreibst. Cocaine in Chivas schreibt, Masse und David, ihr seid die Besten. Ich nehme an, mit Masse meinst du den Kollegen Steve Bentin. Besten Dank. Immer wieder gute Videos. Mach weiter, schreibt Sebastian. Dankeschön. Maximilian Probst schreibt, sehr gut erklärt und nicht so ein kompliziertes Gesülze wie auf manch anderen YouTube-Channels. Ja, also man sagt ja, wenn jemand sich mit was auskennt, dann kann er es leicht erklären. Ja? Also wer viel drumherum reden muss und Fremdworte braucht und so weiter, sich wichtig machen muss, der hat oftmals eben keine Ahnung oder wenig Ahnung von dem, worüber er da redet. Aigi45 schreibt, hi David, wie nimmst du dein Kreatin täglich ein? Ja, ich habe das, glaube ich, im Video angesprochen. Also ich nehme 2x5 Gramm, jeweils so eine halbe Stunde vorm Training und nochmal direkt nach dem Training mit dem Shake. Und ja, das war's mit Kreatin eigentlich schon. An trainingsfreien Tagen muss ich ehrlich zugeben, im Moment vergesse ich es ab und zu mal, aber ansonsten auch 2x5 Gramm zum Essen einfach. Grünsalat schreibt, kurze Zwischenfrage, wieso sollte man 10 Gramm Kreatin am Tag zu sich nehmen, wenn der Körper nur 3 Gramm aufnehmen kann? Ja, gut, das sind immer so, so Weisheiten, woher weiß man, dass man nur 3 Gramm aufnehmen kann? Und selbst wenn es so ist, wer sagt, dass ich, wenn ich 3 Gramm esse, dass ich auch diese 3 Gramm aufnehme? Vielleicht muss ich eben 5 oder 10 Gramm essen, damit auch 3 Gramm ankommen. Also der Körper ist keine Mathematik, sondern ist ein bisschen komplizierter. Mit dem Eiweiß gibt es ähnliche Faustformel, die man immer wieder hört. Man kann nur 30 Gramm Protein aufnehmen und so weiter. Wie gesagt, selbst wenn es stimmt, dass ich nur 30 Gramm aufnehmen kann, wobei ich bezweifle, dass das bei jedem so sein soll gleich, dann heißt es noch lange nicht, dass ich, wenn ich 30 Gramm esse, auch 30 Gramm aufnehme. Vielleicht nehme ich dann eben nur 10 Gramm auf. Also ja, manchmal macht es eben dann doch Sinn, so Sachen, die sich im Laufe von Jahrzehnten als wirksam herausgestellt haben, die Bodybuilder eben so machen oder erfolgreiche Bodybuilder so machen, so anzuerkennen und nicht alles zu kritisieren und ja, nur mit der Wissenschaft daran zu gehen. Bodybuilder neigen zum Übertreiben oftmals, das stimmt schon, aber nicht alles, was die machen, ist dumm, und ja, auch ein Profi-Bodybuilder hat jetzt keinen riesen Appetit dran, jeden Tag 400-500 Gramm Protein zu essen, sondern das macht er einfach, weil ja, sich einfach gezeigt hat, dass es funktioniert und dass es mehr oder weniger sein muss, wenn man da hinkommen möchte. So, Mad Dog schreibt,
Standardtag meiner Diät. Ja, werde ich mal ein separates Video zu machen, das ist ein bisschen viel sonst jetzt. Moritz Hilger, die Frage nehme ich schon mit rein. Hey David, ich habe mal eine Frage. Ich bin knapp 2 Meter groß und habe Probleme, Muskulatur aufzubauen. Kannst du mir da Tipps geben? Die meisten Bodybuilder sind halt alle etwas kleiner. Hat auch schon jemand geantwortet. Recht gute Antwort. Ja, werde trotzdem nochmal Stellung dazu nehmen. Also es ist natürlich so, dass ein 2 Meter großer Bodybuilder genauso gut Muskeln aufbauen kann wie ein kleiner. Bloß bis er seinen Rahmen, seinen Frame ausgefüllt hat, muss er eben dann halt 130, 140 Kilo bringen. Und einer, der eben 1,60 ist, da reichen 80 Kilo schon, damit er kompakt aussieht. Das ist der Unterschied. Ansonsten funktioniert das natürlich genauso bei einem großen Bodybuilder wie bei einem kleinen mit dem Aufbau. Man muss sehr viel essen, sehr hart trainieren, vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben, ja, weil man eben größer ist und diesen Rahmen ausfüllen muss. Aber ansonsten gibt es da kein Geheimnis, wie ein großer Bodybuilder anders trainieren müsste als ein kleiner. Masse kommt nicht über Nacht, schreibt der P. Tight Honsen in seiner Antwort auch. Und so ist es halt. Ja. Wenn man mal so zurückschaut, richtig große Bodybuilder, so wie Lou Ferrigno zum Beispiel oder später Ralf Möller, die haben eben, natürlich sehen die unheimlich imposant aus, aber haben dann eben doch im Profibereich immer Schwierigkeiten gehabt, ganz nach vorne zu kommen und sich gegenüber den kompakteren Jungs da durchzusetzen. Also meine Größe, so 1,85, 86, ist schon fast so die Obergrenze jetzt von den Leuten, die es wirklich mal nach vorne geschafft haben, auch beim Olympia oder so. Dürfte Arnold einer der Größten gewesen sein wahrscheinlich. Ja, ist eben schwieriger, aber nichtsdestotrotz möglich. Ja, Fitnessfreak95 schreibt noch wieder mal ein Top-Video. Und damit war es das dann für heute. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ihr könnt auch unter dieses Video natürlich wieder eure Kommentare und Fragen posten. Werde ich dann versuchen, alle zu beantworten. Und bis zum nächsten Video. Gut Pump. Anschauen, Hoffmann Bodybuilding. Immer reinschauen. Liken, teilen, abonnieren. Hoffmann Bodybuilding. Feindliche Kriegsinsmosen.